Und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die mit dem TZ. Genau. Und ihr ahnt es vielleicht schon heute, womit es heute weitergeht. Mit dem TZ. Ja, unser Supernavigator. Der beste Führer ever. Ja. Könnte man bei der letzten, ab der letzten Folge jetzt munkeln, aber ja. Ich hoffe, mein geschmiedetes Eisen, was ich dabei habe, reicht zum Reparieren. Sonst sehe ich alt aus. Meinst du, man braucht mehr als 6? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann sollte ich das ja einmal repariert kriegen auf der Tour. Auf jeden Fall gucke ich mal in die Richtung von der Schatzkarte. Diesmal stimmt's. Haben wir auf eine Schaufel? Hast du eine Schaufel mit? Ja, ich habe eine mit. Naja, ich sag mal so, sich an eine Kiste zu orientieren im Navi sollte ja nicht allzu schwer sein. Das sagst du so leicht. Hast du gesehen, dass es schwer ist? Ja, für manche andere mag es dann schwer sein. Ja, wenn es für einen leicht ist, muss nicht für alle leicht sein. Ja. Gut, das haben wir doch noch. Oh, wie kommt der denn? Durch die Lappen gehen. Komm. Lalala. Weiter geht die Wanderschaft und ich brauche noch einen Stein. Gut, ich glaube, da aber. Vorne ist ein Opfer. Das machst du? Opfer dich mal. Ich meine, Opfer. Leute, weiß was ich meine. Mach irgendwas mit dem Opfer. Geht da nur? Und ich will da jetzt schon. Jetzt kommt sie. Und tschüss. Und tschüss. Hallo? Ich bin noch da. Hä? Wieso kann ich die nicht durchsuchen? Wo ist der Schlingel? Hä? Ich drücke eh und nichts passiert. Vielleicht lebt er noch? Nein, sonst würde er ja nicht da stehen, durchsuchen. Dann ist er ungünstig gefallen. Hä, wieso ungünstig? Die liegt doch hier einfach nur. Bei mir steht niemand eh. Hä? Ist der jetzt scheiße? Ich will. Ah, jetzt kann ich durchsuchen. Okay. Hat sich auch voll gelohnt. Dafür den ganzen Ärger, ja? Sagst du? Ja. Gut. Weiter geht's. Nein, noch nicht. Ich will jetzt eine Schaufel haben. Aber jetzt. Map-Kontrolle? Ich kaufe eine beim Obi. Oder beim Obi, genau. Keine Schleichwerbung, bitte. Die bezahlen uns. Wieso? Wir kriegen auch bezahlt dafür. Die paar 1000 Euro hier. Ja, lohnt sich nicht, ne? Dafür verkaufe ich mich nicht. Oh, das wird so schön. Meinst du? Ja. Wer weiß, was ist da, wer weiß, was da drin ist? Da sind mehr fette Sachen. Das Wandern ist das TZ Lust. Und heute schieben ja, wir kein Frust. Ja, mehrmals losläuft. Ja, ich wandere halt gerne. Ist ja schließlich auch gesund. Was sagt er? Ach, der ist er. Ihr grunzt wieder was rum. Ja, so ein Kriecher. Mann. So macht man das. Cool, der hat total viel gehabt. War das jetzt Sarkasmus? Nein. Der mich ja beruhigt. Das jetzt auch nicht. Bin ich immer noch beruhigt. Vielleicht kommen wir in ein unbekanntes Gebiet. Wieder was aufdecken. Ja. Das ist ja voll Knorke. Nein. Ah, ein Rucksack. Oh, cool. Ein Knüppel, noch ein Knüppel und ein Pistolengriff. Und sogar ein eisenversteckter Knüppel mit drin. Und daneben ein Vogelnest. Warum nicht? Es sei dir gegönnt. Ja! Kommt eh in den gemeinsamen Haushalt. Genau. Bis zur Scheidung. Dann geht das Streit los.
Ja, denn auf jeden Fall, ja. Dann fliegen die eisenbeschwerten Knüppel. Ja. Meine Fresse ist das zweite, okay. Da ist ein Schweini. Ich hab schon gesehen. Ich habe schon geschossen. Aber irgendwie. Die Schweine ignoriert. Getrefft. Den ist er gleich platt. Gerade nicht getrefft. Getrefft. Glaube, ich habe ihn gerade zwischen die Beine geschossen. Getrefft und platt. Dann gehen wir mal sammeln. Da wollen wir mal ernten. Erntezeit. Da können wir uns ja wieder was Schönes braten zu Hause. Bald gibt's Wildschweine. Cool. Und deine Wolfies. Wolf, Wolf. Wölfe sind cool. Ich weiß ja nicht. Oh. Wenn im nächsten Leben ein Schaf ist, reden wir nochmal drüber. Ja, das ist ja jetzt so, ne? Ein anderes Thema. Auch Wölfe haben ja ihre Beute. Genauso wie Menschen die Beute aller Tiere haben. Nein, Menschen jagen nicht. Menschen haben Schlachter. Ja, lol, und das ist in dem Forum kein Jagen? Nein, das ist Einkaufen. Das ist kein Einkaufen. Du gehst ja wohl Das nicht ist mit Speer und Bogen Fischen zum Schlachter. und. Was denn? Du gehst ja nicht beim Schlachter jagen. Obwohl Das hat sollte ja man mal damit machen. nichts zu tun. Im Sinne ist es ja auch Jagen. Nur, dass du sie halt züchtest. Hast du schon wieder ein Aber Schwein Jagen umgebracht? und Ach da. Töten, das ist doch alles dasselbe. Ja. Also da Menschen. sind Menschen definitiv schlimmer als Wölfe, nur weil die einmal Ja. Schafe den Hunger jagen. Da hast du absolut recht. Wir bringen ja alles um, was geht. Und fliegt und schwimmt. Wo müssen wir lang? In die Richtung nicht gucken. Genau. Irgendwo Nein. ist immer im verbrannten Gebiet die Schatze. Warum auch Ja, immer. hier räuchert das ja auch nur ein wenig. Sieht auch verbrannt aus. Haben wir vielleicht eine Rosti hier? Bestimmt haben wir einen. Wo ist? Bei unserem Glück. Zurück. Du bist voll dran vorbeigelaufen. Da ist es. Ich bin auch schon fast wieder voll gelootet, Leute. Oh, dann nehme ich den Schatz, kein Problem. Ja. Ich opfer mich. Und trage die schweren Rubine und Smaragd und. Man weiß Ah, was. da drin interessiert mich ja erst recht nicht. Kommt das sowieso zu Hause in der Kiste? Als Deko oder so? Ja. Kistendeko. Nee, das verkloppen wir alles beim Händler nachher. Da gibt es gut Schotter. Ich mag die Rostizone. Da sieht man die Vogelnester schnell. Ja, lol. Dann müssen wir auch irgendwann mal wieder Metall sammeln, dass sie sich überhaupt lohnen, die Fäden. Nur ein paar Eier. Komm, ich bin doof. Wo ist das jetzt? Hier war da im Vogelnest. Ja, zweimal Party. Einmal Party. Du schießt doch. Ah, nein, jetzt ist meine Armbrust kaputt gegangen. Scheiße. Ich habe mich gerade gewundert, warum der die auslöst. Oh, ich kann meine Armbrust nicht reparieren. Da fehlt irgendwas anderes. Hast du Holz? Ja. Nein. Ja, toll, jetzt bin ich am Arsch. Du hast doch noch deinen Eisenbeschwerten. Ja, aber der ist doch scheiße. Der bringt doch nicht so viel wie die Armbrust. Warte, kriegst meine, nicht den Knüppel. Du bist ja eh der bessere Schütze. Naja, ist es denn jetzt noch weit? Ein Stück ist noch. Ja, denn los. Komm her, ja. Bier. Nee, lass. Nein. Ja, du, lass los jetzt. So, können wir hier drinnen nicht eigentlich. So, zack. Hui. Oh, da fehlt was am Boden.
denn mit dem Haus hier passiert? Haben wir das uns dann genommen? Nee, ne? Nee, dann würde gar nichts mehr stehen. Ja, wahrscheinlich. So pfuschen tun wir nicht. Abrisskalle macht das ordentlich. Frag mich gerade, was jetzt denn bei der Armbrust zum Reparieren fehlt. Ach so, ich kann die nur reparieren, wenn ich das Buch gelesen habe. Oh. Ach so, kann ich hier für dich reparieren? Ja, mach mal. Ich warte auf dich hier oben. Wo denn oben? Also ich bin noch unten im Haus. Boah, ich bin schon ein ganzes Stück weg. Hä, wieso ein ganzes Stück weg? Man kann doch das Haus einmal kurz looten. Wegen Essen und so. Denkst nur ans Essen. Ja. Na gut, ich komme zu dir. Man hat in dem Spiel aber so viel Hunger, dafür kann ich ja nicht. Im Spiel. So. Jetzt brauchte ich einmal kurz eine Ausrede. Ja. Kam aber nicht so rüber, absolut nicht. Verdammt. Egal, das üben wir noch. Oh, na toll. Ey, ich finde hier mehr leere Gläser als andere. Was haben Sie brennst du? Aber das bist du gar nicht. Ne, nee, das bin ich Aua. ausnahmsweise mal. Hier gibt's ein Paket. Toll. Ach, hier. Bücherregal. Hat sich gelohnt, sagst du, ja? Nein. Nicht so sehr. Naja, da ist ja sonst noch eine versperrte Eisentür, die hätten, müssten wir uns sonst freikloppen, aber ich glaube, das dauerte zu lange, wa? Ja, nee, auf sowas habe ich also auch keine Lust. So, Vogelnest. Ah, ne, können wir gleich so. So machen und zerlegen. Hey, soll das? So, gehen wir mal aus der Tür raus. Ja, Ordnung muss sein. Kannst ja nicht einfach so durch die Wand gehen. So. Und fallen zu machen. Ja, mach zu, sonst geht da noch einer rein. Ja, deswegen ja. Gib mir mal deinen Armbrust. Ja. Und dann geschmiedetes Eisen brauchen wir. So. Und so. Mal sehen, ob es reicht. Wo ist denn die Hütte? Da. Ja, Repariert. mein Eisenkörper wäre sogar auch fast runter. Null. Okay, und? Bitteschön. Dankeschön. Ich darf ja. Und die ganzen blöden Messer alle weg. Sagst du mir, wenn man das Geschmiedete wieder geben, weil mein Knüppel ist auch bald runter. Ja. Achtung, und liegt. Das, ja, Dankeschön. gut. Oh, nur ein Geschmiedetes gebraucht? Das ist Ja, ja nicht viel. ich bin ein Sparfuchs. So, jetzt ist meine Armbrust auf 156 runter. Das ist ja blöd. Das hat ja ganz schön Verlust gemacht. Was So, weiter geht's. wolltest du sagen? Danke, TZ, dass du die Armbrust repariert hast. Ja, gern geschehen. Ich hab doch schon Danke gesagt. Die ist total kaputt. Ja, es ist ja normal, dass sie ja Ja, da müssen wir mal ein nachlassen. bisschen Aber Skill. mich hat es gerade gewundert, dass es so viel ist. Das wird noch einmal weniger mit jeder Montur. Alter, du. Du sagst, du willst die Vogelnester besser sehen und rennst an ihm vorbei, Leute. Ich sehe dem Augenschatten. Was? Augenschatten, Ja, im Augenwinkel. Augenschatten? Das war genau am Rand des Weges. Siehst du? Das war aber sowas von noch im Schatten. Ich habe schon genug Federn. Ja. Na, Genug gibt's 250. nicht. Ja, genug gibt's nicht. Wir können ja auch nicht genug Pfeilspitzen haben, wenn du gleich 1000 herstellst. Ja, gut. So, hier ist nichts Aber unsere drin. Trefferquote nicht. Hier ist nichts drin. So, wo bist du jetzt dahin? Ich bin auf dem Weg zum Schatz. Ich Miau. komme nicht mehr so weit. Ja, echt, ey, wo sind die ganzen Vogelnester? Was soll denn das? Du übersiehst. Ja, das ist es. Entweder spawnen die nicht bei mir zu spät oder ich bin aber. Schwein. Okay. Anvisieren.
Das geht flott. Vogelnest. Ja, ich habe geduckt drauf geschossen. Vorbildlich. Ja, manchmal. Pass auf, irgendwas muss bei dir hinter dir. Lauf, lauf, lauf! Ich kann nicht laufen, ich bin gelegt! Ist egal, ich bin ja schon da. Ich ja, mir kam das auch ein bisschen komisch vor. Irgendwie knuspert das Schwein so oder was macht das für Geräusche? Ja, ich habe auch ganz gedacht, hä, was ist denn das jetzt auf einmal beim Schwein hier? Lol. Wollte das Schwein das anscheißen, oder? War vielleicht der Besitzer, man weiß es ja nicht, ne? Metall! Hui! Kannst du gar nicht aufnehmen, hui! Natürlich kann ich das aufnehmen. Das sieht doch aus dem Fußboden. Hä, wieso? Ich hab doch Metall noch im Inventar. Aber die anderen Sachen, da gibt's doch noch mehr. Ja, dann ist es wahrscheinlich das Leder, aber das Metall kann ich auch nehmen. Achso. Weil da habe ich ja noch einen Platz. So ein Stack davon. Ah ne, erstmal durchsuchen. Lalalalalala. Eine Eisenschaufel. Das ist ja praktisch. So, weg mit der Steinschaufel. Hier hat wieder ein Glück, kann ich angehen. Ach so, das sind die ganzen Benzinkanister, die hier runterfallen, ist das nicht? Ach so. Willst du die noch aufheben? Ich habe hier ein paar. Ja. Solange ich noch Platz habe, müssen wir nichts verschwenden. Oh ja, das ist ein Haufen. Ja, ich hatte. So. War ja je. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, ich habe hier oben einen gesehen irgendwo. Oh, nee, Spezialist. Ein was? Ein Brenning? Nee, ein. Normal, du, wie ich da sag. Was ist das denn für eine Ruine? Oh, Hund. Lol. Voll auf die Fresse geflogen. Ja. Da war der Kopf ab. So, sie hat hier ein Sandwich. Helfen mal. So, hab ich doch. Guck. Achso, da kommt ein Dicker. Oh. Ey, wieso treffe ich die nicht? So, jetzt. Arsch hier. Nee, du hast nichts Ordentliches. Also sieh hier, wo ich noch stehe, hat noch Sandwich, falls du aufnehmen willst. Ja. Oh, hier knackt das überall. Cool. So, was haben wir denn hier noch im Müll? Ach scheiße, ich bin ja verwundet. Bin ja tot. Ist jetzt echt tot? Gleich. Ja denn? Nimm Schmerztabletten oder so? Nee, das ist nicht Schmerztabletten, muss kommen. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Lol. Oh. Das ist ja jetzt. Ich hab das nicht gesehen. Dass ich verblute. Nur gewundert. Ich dachte, es kommt von der Vergiftung, dieser Headshot. Bildschirm? Mm-mm. Hast du nur so ein Verliebtherz in der Ecke? Und das ist immer da, wenn ich dich sehe. Ich dachte, ich bin neu verliebt. Ja. Toll, ich habe ein Magazin gefunden. Hä? Wo ist der denn? Hopp, 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 hopp. Dann laufen wir mal los. Ach, du grüne neue Nenner, hier ist ja Party. Da hinten ist schon mal ein Hund und ein Kumpel. Warte kurz, ich bin auf dem Weg. Ja, lol, kurz warten. Ja. Ich habe ein Magazin gefunden, ein Vollstrecker-Magazin. Wenn du es noch nie hast, dann ist. Nö, hatte ich noch nicht. Das erste Magazin, was ich gefunden habe. Toll, ich finde hier nur Papier. Alter, wo ist der denn? Der dreht hier irgendwo durch. Oh Gott, da hinten steht noch einer. Du musst auch darauf achten, dass die Welle eventuell bald wieder kommt, ne? Nö. Hast du die ausgestellt, oder was? Nein, was wohl. Wir haben noch 3 Tage Zeit. Ja, also bald drauf achten. Hä, wo ist er denn?
Okay, da geht's hoch, da geht's runter. Laufen wir mal einmal hoch. Ah, ich habe gute Kondition. Total toll, wenn hier überall Türen sind, obwohl das Gebäude hier ganz offen ist. Macht voll Sinn und so. So, haben wir hier noch was Schönes? Eine Kühlbox. Da ist was zum Ampen drin. Hau rein, lass dir schmecken. Ich verrottetes Fleisch lasse ich mal liegen. Gammeliges zum Basteln, oder wie war das? Was Gammeliges zum Basteln? Wie ist da die Kiste? Nee, da war keine Ahnung, was da jetzt drin steht, aber Gammeliges zum Basteln war das nicht. Aber hätte auch gut gepasst mit dir. Ja! Das ist voll wahr. Ich bin schon in der Rösti-Zone. Das ist schön. Oh! Das ist schön. Meine Ausdauer ist nicht alle. Hallo Rösti? Keine Zeit. Oh, schade. So, was das hier? Richtig hardcore wäre es. Ja, guck mal, jetzt habe ich die ganzen Nester überall. Weißt du, wenn du keine Zeit hast, dann. Naja, oh mein Gott, die Nester looten, das kannst du ja noch machen. Nein, ich will zu dir. Ich bin so gerade beim Haus-Ruine-Dings durchstöbern. Gucken, was das hier so Schönes gibt und so. Treff bestimmt gleich auch auf einen Zombie, wenn ich hier so weiter rumlaufe. So. Ja, lol. Hier ist nur eine Holzwand. Ich bin mal Haus. Was wir gelootet haben? Ja. Ja, es ist ja nicht mehr allzu weit. Nein. Okay. Da gibt es schon mal nichts. So, mit dem Haus looten bin ich fertig. War nicht so spektakulär. So, Leute, kommt mal ran hier. Was läuft denn hier so rum? Da sind Hunde. Hunde sind ekelhaft. Irgendeiner geht mir hier auf den Sack mit seinem Rumgefauche. Wo ist der denn? Ach, da oben auf dem Dach kommt man auch noch rauf. Aha. Ach, da ist er. Komm her, Johnny. Oh, ganz gut getroffen gerade. Ach, zwei sind da. Ach, die bollern da unten gegen die Tür. So. So, Nummer eins ist down. Oh, jetzt kommt noch ein Hund dazu, der da unten noch rumbollert. Jetzt habe ich hier mehrere Hunde. Ach, die ist ja auch noch nicht tot. Haltet doch mal still. Sonne. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Zombie-Auflauf hier. Oh, oh, jetzt ist der Hund hier oben. Ach du Scheiße. Mach keinen Blitz, ich kann jetzt gerade, ich habe gerade eine Lebensmittelvergiftung. Also kann ich nicht schnell laufen. Was machst du denn da schon wieder? Ah, ich sehe den Hund. Wieso frisst du denn jetzt irgendwas Rohes? Ich habe ein Sandwich. Ja, das isst man doch auch nicht. Sieht also lecker aus, grünes Sandwich. Alter, Herr Köder, bleib doch mal stehen und zappel nicht so rum, Mensch. Alter, da unten ist ja auch noch einer. Der lebt denn auch nicht? Der lebt. Okay, der auch nicht mehr. So, wo ist der andere? Da. Halt doch mal still! Wo bist du denn jetzt? So, der ist auch tot. Da haben wir noch einen Zombie. Auch tot. Mit Arm ab. Das ist natürlich. Das ist quasi Arm dran, ja? Der ist doch gar nicht tot. LOL, der hat aber keinen Arm mehr. Ja, braucht man ja nicht. Werden überbewertet. Sikowski-Kumpel. Alter, ja, auch rumzubacken. Ich will dich looten. Ach, der hat auch nur ein Sandwich. Da kommt der nächste. So, der ist auch tot. Meine Güte! Hier ist was. Hier. Eine Party hier. Kommt ja gar nicht dazu, Autos zu zermöbeln. Ich will auch eine Schaufel.
War das doch mal eine Eisenschaufel, oder nicht? Ja, die habe ich nicht mitgenommen. Der braucht dann ja, eine Eisenschaufel zum Schatzsuchen. Das ist natürlich clever. Vor allem beim Schatzsuchen-Graben-Zeug. Ja. Eben. Einmal auswählen. So, da müssen wir Metall sammeln. Wir haben noch nicht genug Eisenspitzen. Komm, folge mir. Wieso lootest du denn hier nicht? Wir wollen doch den Schatz suchen. Ja, aber Essen und Kuh mitnehmen, Dosen und so, kann man doch immer gebrauchen. Oder in deinem Fall ganz viel Heilmittel, weil du sonst mal abkratzt. Ach ja, ich kratze das schon wieder ab, sich gerade. Ja, lol. Wo ist jetzt das? Da. Oh, oh, Besuch. Bin doch fast beim Lesen gestört. Weg. Außerdem, wenn du nicht lootest, verpasst du ja auch die ganzen Rezepte und sowas. Ach, das ist gut. Ich habe jetzt schon 2, 3 Rezepte gefunden hier. Ich konzentriere mich voll auf meinen Schatz. Ich kaufe mir ja, die Rezepte denn. Was ist denn hier los? Ich muss, glaube ich, langsam mal was trinken. Hier ist es recht warm. So, wie sieht mein Essen aus? Boah, das passt noch so weit. Essen wir mal Snowberries, damit wir heilen und dann passt das. So, weiter geht's. Es läuft ja wieder hier. Wieso? Nee, läuft wirklich. Ach, du bist das, ich wollte wieder. Nee. Ich bin gerade am Heilen, jetzt nicht schießen. Nee. Wird niemals auf. Oh, pass auf, diese Minen. Ah, lol. Diese Dinger hier, ne? Ja. Nee, hä, das ist doch eine Bonbon-Dose. Ich kann die nicht aufheben. Oh! Ja. Hä, das sah da aus wie eine Bonbon-Dose, diese blauen Dinger. Ja, die sind daraus gebaut, glaube ich. Das ist ja mies. Ja, hab ich auch gerade so gedacht. Ich wollte die nämlich gerade versuchen aufzuheben, weil es aussieht wie eine Bonbon-Dose, Leute. Das ist eine Kinderfalle. Das ist richtig gemein. So, jetzt muss ich erst was saufen, wie eine Bekloppte hier. Ah, ein bisschen Wasser hat sie ja noch. Aber wie geil die Stadt hier aussieht. Ach, was in der Stadt? Naja, Stadt, Dorf, keine Ahnung. Ich find's cool. Ich find's mächtig gefährlich. Ja, das kommt dazu, ne? Nicht meinen Clown. Ach. Die ist eh leer. Gut. Hier kannst du einen Hasen abknallen, der rührt sich nicht. Der ist festgebacken. Ich glaub, ich hab schon genug Fleisch bei, oder? Hä? Ich glaub, der ist so buggy, den kriegst du nicht mal getroffen. Der ja, lol, toll. Hast es gemacht. Anstatt einfach mal abzuwarten. Ich hab ihn befreit, ja, Hasen. Das hatte ich auch gerade vor. Nicht vom Leben, sondern vom Bug. Ich hasse diese Typen. Schon wieder verrottet. Weg. Oh. Hey, was ist das denn? Ein Spucker. Lebst du noch? Ja. Ah, scheiße. Wie weit kann der denn spucken, Alter? Weit. Deswegen sag ich ja weg. Ja, wir können ihn ja nicht unbedingt leben lassen, der nervt uns ja. Gut, aber wenn er gerade spucken will und du drauf schießt, dann lässt er das wenigstens. Alter, wie viel kann er denn ab? Ach, da ist er. Der wollte schon ein paar Mal ausholen zum Spucken. Wow! Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Hast Damage genommen, nee, ne? Nö. Gut. Von seinem Explodieren jetzt nicht. Oh, kann man die gar nicht looten, ist der doof. Nee, nur wenn er nicht explodiert.
Wenn du ihn eher killst, als er explodiert. Ach, er explodiert von alleine, ach so. Nee, nach der Zeit, ja. Wenn er dich angreift, irgendwie. Klasse. Ich hoffe, du hast eine Spitzhacke mit. Dann suchen wir mal einen Schatz. So. Das ist Raimi. Hier der Schatz? Irgendwo hier, ja. Was irgendwo? Das zeigt ja nicht genau an. Das zeigt ja nur die ungefähre Position. Aber jetzt, der soll aber hier an der Hauswand sein, ja, oder? Irgendwo hier in diesem Bereich. Ja, dann geht er leer. Der ist maximal 2 tief. Okay. Na dann, wollen wir mal buddeln. Das ist jetzt das Spannendste überhaupt. Hauptsache, der ist nicht unter der Straße oder so. Weil die ist so stabil. Ich denke, der soll jetzt hier vorne am Haus sein. Ja, irgendwo hier, in diesem Bereich. Zeigt er da denn jetzt irgendwas Besonderes an? Ja, die Schatzkarte, die Schatztruhe blinkt. Ach so. Aber die blinkt auch hier. Und hier blinkt die immer noch. Und hier blinkt die auch immer noch. Was, wie jetzt? Ja, es ist ein schönes Rad. Schöner Rad. Ich kann hier alles ausbuddeln. Nee, ich würde auch sagen, das lassen wir. Also so eine große Radius. Aber hier war doch hier irgendwo ein Loch hier in der Straße. Guck mal. Blinkt das denn hier nicht sonst auch? In diesem Loch hier? Ich bin gerade auf dem Weg. Vielleicht ist das ja schon so eine Art Hinweis? Nö, hier blinkt er nicht mehr. Oh, toll. Er blinkt ab. Alter, das sind 1500, dieses Tier hier. Ja, deswegen. Ab hier blinkt er. Ja gut, eine Spitzhacke habe ich jetzt. Nö, habe ich nicht dabei. Die Straße lassen wir in Ruhe. Auf jeden Fall können wir unter der Straße graben. Naja, dann lassen wir mal unter der Straße. Wir werden noch 5 Minuten buddeln, wenn wir nichts finden, dann ist das eben so. Kommen wir wieder, wenn ich meine Schatzsuchoption verbessert habe. Das wäre? Oh, ich guck Achso, mal. Du kannst die Fähigkeit aufleveln wegen Genauigkeit, oder was? Genau. Also. Bleibt denn die Schatzkarte denn so lange aktiv? Denke ich mal. Oh, ich kann das schon aufwerten. Ich hab's ja gefunden, denn obwohl du daneben stehst, du Blindi. wieso machst du die jetzt kaputt? Hab ich nicht. Natürlich, die ist so auseinandergefallen. Ich hab nicht gehauen. Stimmt, ich gerade. Sorry. Da kommen die Geocaching-Kenntnisse wieder raus. Ja, und ich hab schön umsonst mein Skill hier vergeudet. Ja! Hättest mal richtig die Ohren aufgemacht, du standst genau daneben. Ja, ich war im Menü drin, ich habe gar nicht. Ja, Leute, die war doch schon frei gebuddelt. Ich war Kiste. Voll. Als ich dazu kam. Gut, dann haben wir die Schatzkiste immerhin gefunden. Die war ja, naja, mäßig befüllt. War jetzt ja nicht so toll. Zumindest ist jetzt nichts, was wir jetzt gerade brauchen können, außer vielleicht die Diamanten zum Verkaufen. Mehr war aber auch nicht. Und 11.000 Nuggets. Ja. Super. Und Gold. Wow. Das gibt ein Vermögen. Das verhökern wir alles beim nächsten Mal beim Händler. Ja, mal gucken, was man denn davon wieder kaufen kann. Ach, bestimmt irgendwas Schönes. Und die Frage ist, was machen wir mit den ganzen Punkten? Hätten. Ja, hier laufen auch wieder ein paar Kumpels rum. Gut, dann würde ich sagen. Ihr glaubt es kaum, aber der TZ hat es geschafft, die Schatzkiste zu finden. Beziehungsweise uns hierher zu führen. Ja. Gefunden habe ich sie. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja, wenn es wieder heißt. Auf zum Händler. Ach nee, falsche Richtung. Ja, genau. Wollen wir denn erst zum Händler oder zu der nächsten Schatzkarte nächstes Mal? Dann müssen wir den ganzen Loot wegbringen, ne? Ja, also nach Hause müssen wir jetzt so oder so erstmal wegen Loot, ja? Ja, wir können ja mal gucken, wenn der Schatz auf dem Weg liegt, dann
können wir den Schatz gleich mit. Hast du denn mehrere Karten mitgenommen? Nee, ich habe nur einen, aber die. Na also. Wir müssen ja eh nach Hause. Aber 4, 5 Karten haben wir noch. Naja, aber wie gesagt, wir müssen ja sowieso nach Hause, um Loot wegzubringen und vor allem eine neue Karte zu holen überhaupt, denn, ne? Ja. Wir können ja sonst eine neue Karte schon aktivieren und dann zum Händler erstmal gehen und dann die Diamanten und Co. verkaufen. Genau. Dann können wir ja irgendwas Nützliches kaufen. Ja, ich habe einen Skin jetzt verbessert, dass wir wertvolle Sachen kriegen beim Händler. Ja, siehst du, immerhin. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Ich sage auch tschüss.